Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Unhinged außer Kontrolle. Worum geht es in diesem Film? Rachel ist spät dran und steht vor einer Ampel hinter einem fremden Auto, welches bei Grün einfach nicht fahren will. Genervt von der Situation hupt sie den Fremden einmal an. Diese Entscheidung wird sie schnell bereuen, denn hier beginnt das Drama. Wie ist das Ganze umgesetzt? Wir haben hier einen sehr intensiven Psychothriller, der 90 Minuten lang den Zuschauer fordert, ihm keine Zeit zur Erholung lässt und ihn unter Dauerstress setzt, beziehungsweise Rachel unter Dauerstress setzt, aber der Zuschauer fiebert natürlich mit. Wir haben hier eine hervorragende schauspielerische Leistung, insbesondere Russell Crowe in der Rolle vom Bösewicht, nenne ich ihn an dieser Stelle, ist wirklich mehr als glaubhaft verkörpert. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass der Bösewicht etwas zu viel Glück in diesem Film hat, beziehungsweise es hin und wieder ein bisschen zu sehr in seine Richtung läuft. Diese Kritik ist aber höchst subjektiv, somit lasse ich sie mal als neutral in der Bewertung stehen und werde da keinen Einfluss mit auf mein Urteil üben. Wie ist die technische Umsetzung? Ich habe Unhinged über Amazon Video gesehen in der 4K-Qualität. Der Stream ist für einen 4K-Stream wirklich in sehr guter Qualität. Da gibt es nichts zu beanstanden. Die tonale Umsetzung ist auch wirklich sehr gelungen. Es ist sehr atmosphärisch, sehr dicht und räumlich. Was allerdings auffällt, ist, dass der Ton in seiner Dynamik wirklich beschnitten wirkt. Da denke ich oder hoffe ich, dass die Blu-ray-Variante am Ende oder die Disc-Variante eben über eine höhere Dynamik verfügt, was den Film sicherlich noch eine Spur intensiver transportiert. Kommen wir zum Fazit. Unhinged ist ein fordernder Psychothriller, der im Kopf bleibt und den Zuschauer aufgewühlt zurücklässt. Ich vergebe 4,5 von 5 Sterne, sowie das Prädikat sehenswert für einen Film, der sich als Ausklang vom Tag weniger anbietet, da man anschließend ein paar Momente braucht, um das Geschehene zu verarbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Je nach freier Zeit gucke ich mehr oder weniger Filme, meist über die bekannten Videodienste Amazon Video und Netflix. Wenn ihr nicht verpassen wollt, welche Filme sich lohnen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke.